Oh Mann, ich bin gemutet! Nein! Scheiße, ey. Jetzt hab ich's wieder vergessen. Ich hatte gerade so einen Gedankenblitz gehabt. Für die Formel. Ich mache mir schon seit Tagen darüber Gedanken, wie man AIDS heilen kann. Und ich hatte gerade so einen Gedankenblitz, wie man das heilen kann. Und hab gerade die Formel gedroppt und ich hab's nicht Nein, scheiße, jetzt ist es wieder weg. Fuck, jetzt ist es wieder weg. Verdammt. Ja, Chat. K11, Kommissare im Einsatz. Ist eine super tolle Serie im deutschen Fernsehen. Und dazu gibt es ein Spiel, oder besser gesagt zwei Spiele. Und zwar eins für den Nintendo DS und eins für die Nintendo Wii. Und wir spielen die Wii-Version. Ich habe gehofft, dass wir vielleicht mit dieser Wii-Version sowas Ähnliches haben wie damals 1975, als wir das eine Detektiv-Conan-Spiel gespielt haben. Das eine Detektiv-Conan-Spiel, was auf Deutsch gibt. Und das war eigentlich ganz cool, so Mordfälle zu lösen und so. Und vielleicht ist das so ähnlich cool, weil es auch auf Deutsch ist. Das wird Slay. Ja, ich hoffe, das wird Slay. Ich habe, by the way, keine Ahnung von K11. Absolut keine Ahnung von K11. I don't know. Ups. Ja, ist die wie deutsche Krimiserie, aber keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben eine Folge gesehen. K11 war damals mein Leben. Oha. Kommissar im Einsatz. Alexander Ries. Ich glaube, das sind sogar die Synchronsprecher aus der Serie. Michael Naseband. Ja, der sieht aus wie der Peter von Achtung Abgezockt. Was für, stand da nicht Naseband? Das stand doch Naseband. Ich könnte schwören, da stand Naseband. Ist sowieso wild, dass das auf einer Nintendo-Konsole sowas gibt. Keine Ahnung, Mann. Was die sich damals dachten, so, yo, wir haben jetzt ganz viele Muddis abgeholt mit dem Balance Board und so. Lass uns doch mal ein Spiel für die ganzen Muddis machen, was nicht nur Balance Board ist. Und dann haben die K11 oder so gemacht, keine Ahnung. Als ob irgendwelche Leute, die Nintendo Wii hatten, sich dachten, boah, geil, jetzt K11. Ich meine, ja, die Wii hatte eine wilde Zielgruppe gehabt. Weil das war ja von groß bis alt alles dabei. Aber I don't know. K11? Ist wild. Also ich kenne das Game tatsächlich. Hast du es gespielt? Die DS-Version bestimmt, oder? Von groß bis alt. Oh. Sorry. Es gab Schlag den Rab. Aber Schlag den Rab ist nochmal was anderes. Schlag den Rab haben auch viele Jugendliche geschaut. Aber K11 doch nicht, oder? K11 ist doch so eine so tatortmäßige Serie, die halt nur so Eltern geschaut haben, oder? Habt ihr damals mit 12, 13 fucking K11 geschaut? Okay, unser erster Fall-Chat. Serafia, dankeschön. Serafila, dankeschön. Für 9 Monate, vielen Dank. Fall Endstation, Briefing. Dein erster Tag im K11-Team. Löse deinen ersten Fall. Ach du Scheiße. Wieso sollte ich, wenn ich den... Ja, genau das. Wieso sollte man K11 oder Tatort schauen, wenn wir jeden Tag eine geile, saftige Detektiv-Conan-Folge hatten? Hä? Hallo. Ich bin Kommissarin Alexandra Rietz. Du kannst Alex zu mir sagen. Digga, wieso ist die so grün? Du bist neu hier, nicht? Frisch von der Polizeischule? Hat die unten irgendwie grünes Licht? Das sieht so aus, als wäre sie von unten grün beleuchtet. Oder so.
Vielleicht hatte die so eine RGB-Lampe. Oder vielleicht hat sie so ein wildes RGB-Setup. Die ist eigentlich Gamerin. Kennt man Alexander Rietz privat? Ist sie Gamerin? Vielleicht hat sie ein dickes, fettes Setup dort stehen. Mit ganz viel RGB-Kram oder so. Und gerade hat sie auf grün eingestellt. Ach du grüne Neune! Alles von Razer. Ja, ich bin erst vor ein paar Tagen hier angekommen. Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit. Wir uns auch. Frische Augen können nie schaden. Du wirst sehen, hier sind alle... Ist nicht Razer sogar deutsch gewesen? Nee, Rocket war deutsch, ne? Nicht Razer. Allerdings kann es ab und an schon mal ein wenig rauer zugehen. Rauer? Ich bin einiges gewöhnt. Mich kann so schnell nichts umwerfen, ja. Gib mir alle Leichen. Ich klär das. Dann warte mal auf deine ersten Mordopfer. Manches kann einen hier ganz schön mitnehmen. Juckt. Ich bin kalt. Kein Problem, ganz ehrlich. Ich war noch nie zimperlich, Junge. Gut. Dann wir spielen den richtigen Macher, Junge. Im Fall Endstation wurde der Busfahrer Ernst Ruppert tot in seinem Bus aufgefunden. Das Team besteht aus uns beiden und dem Techniker Philipp Anders, der alle notwendigen Analysen für dich durchführen wird. Sind das echte Namen, Chat? Also hieß der Techniker in der Serie auch Philipp Anders? Oder ist das jetzt ein neuer Charakter erfunden? Und by the way, wenn jemand von euch K11 damals geschaut hat, ich will mal wissen, ob das eine Folge ist aus der Serie oder ob das, Froscher, nur eine OVA ist. Der Philipp ist halt einfach anders. Der hieß anders. Ihr seid so lustig. Zu der Frage von früher, Keggy. Ja, ich habe das Spiel auf der Wii gespielt. Mein Nachbar hatte das. Ah. Wie alt war dein Nachbar? Der war bestimmt so 45, oder? Der Mord passierte im Bus an der Endhaltestelle. Dort solltest du dich unbedingt zuerst umsehen. Und deshalb ist der Fall Endstation. Ich hab nicht viel im Leben, lass mir das doch, okay? Also es gibt Folgen, wo jemand einen Busfahrer spielt, aber I don't know, ob das ein Fall ist. Ist nicht canon, okay. Angeblich gibt es eine Zeugin, die sich kurz vor der Tat im Bus aufgehalten haben will. Das muss ich aber noch genauer überprüfen. Theoretisch, wenn das ja nicht canon ist, hat das ja keinen Einfluss eigentlich auf die eigentliche Serie. Sprich... Wer weiß, was das für ein Plot ist. Am Ende stirbt Alexander Rietz oder so. Alles soweit verstanden? Ja, kann losgehen. Sprich, alle erschießen, ja. Ich werde jetzt alle erschießen einfach. Fallendstation, Kapitel 1, der Tatort. Untersuche den Tatort Busstation. Interface, ja, bla bla, juckt. Wir kriegen das schon hin. Wie laufe ich denn? Wie laufe ich? Ich kann mit dem Nunchuck die Kamera bewegen, aber wie laufe ich? Man muss mit den... Das fühlt sich ja voll komisch an. Ich muss mit dem Steuerkreuz laufen. Irgendwie... Nee, warte. Wenn ich ein Spiel spiele, mit einem richtigen Gamepad... Ja, dann läuft man mit dem linken Daumen läuft man, ne? Nicht mit dem rechten. Oder halte ich die Nunchucks falsch, Chat? Nee, man hält doch die Fernbedienung in seiner Mainhand, oder? Wenn ich jetzt wechsle... Du machst es schon richtig, ja, ne? Weil es fühlt sich jetzt voll falsch an, dass ich mit der linken Hand die Kamera drehe. Und nicht mit der linken Hand laufe. Hast du auf Linkshänder gestellt? Nee. Junge, wieso leuchtet die so extrem grün? Jetzt, wo wir hier so frei stehen? Nichts ist hier so grün am Leuchten, nur sie. Hä? Was haben die für eine komische Beleuchtung gesetzt bei ihr? Ja, sie ist straight up aus Banjo-Kazooie. Sie ist die Hexe am Ende. Boah, es fühlt sich so falsch an gerade. Okay, ja, wie lege ich jetzt los? Philipp Anders, wo bist du?
K11? Nee, kein Hauptmenü. Fallakte, ja, juckt. Ah, hier. Der Tatort des Falls, Endstation, die Buslinie 23 endet hier. Die Busstation enthält die wesentlichen Informationen zur Lösung des Falls. Ich muss woanders hier mit der Kamera gehen. So. Okay, so. Sie haben die Dame vor einem Greenscreen rausgekiet und haben es halt nicht gut gemacht oder so. Ja, aber sie ist ja nicht eine echte Person. Das ist ja 3D. Grunty hieß sie so? Grunty? Grunty hieß sie bestimmt, ne? Global Illumination auf 5000. Hinter ihr ist ein Ordner. Junge, einfach samt Videos geschaut. Okay, das ist der Mordfall. Der Tatort. Mordfall. Was ist hier passiert? In diesem Bus ist jemand gestorben. Der Busfahrer ist gestorben. Aha, wieso ist da eine Tüte? Eine typische Einkaufstüte aus Plastik. Sie sieht sehr zerschlissen aus und ist stellenweise schmutzig. Aha, merken wir uns. Vielleicht hat der Täter dort seine Waffe versteckt. Er hat dort seine Knarre reingelegt und ist dann in den Bus eingestiegen und sah einfach nur so aus wie jemand, der gerade vom Einkaufen nach Hause fährt. Und dann bam, bam, bam! Junge, die ist auch hier grün. Die ist gerade aber nur grün hinter den Ohren! LOL! Na, gehen wir mal rein, ne? Oh, da! Hier lag er. Hier wurden der Fundort und die Lage von Ernst Ruperts Leiche markiert. Boah, ist das so verwirrend. Ich will immer mit dem linken Stick laufen. Chat, war das bei allen Spielen so auf der Wii? Dass wenn man mit Nunchuck spielt, dass man mit links Kamera dreht? Nein? Aber wie hat man denn in Nunchuck-Spielen die Kamera gedreht? Mit dem Steuerkreuz? Das fühlt sich auch falsch an. Also Kamera mit einem D-Pad zu drehen. Und ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie in der Hocke oder so. Bin ich in der Hocke oder bin ich einfach nur so ein sehr kleiner Detektiv? Bei Skyward Sword konnte man das nicht. Ich überlege gerade, wie hat man bei Skyward Sword die Kamera gedreht? Bei Skyward Sword hat man gar nicht die Kamera gedreht. Da konntest du nur die hinter dich packen. Aber ansonsten hat sich die Kamera selbst gedreht. Ja, man hat immer zentriert mit Z. Genau. Der hintere Einstiegsbereich, die Tür ist verschlossen. Oh, Chat. Da wollte jemand aussteigen, aber der Busfahrer ist einfach weitergefahren. Und das war irgend so ein Typ, der irgendwie so sehr schnell durchdreht, der irgendwie so temperamentvoll ist und ein Choleriker ist oder so. Und der stand dann hier und sagte, ich muss hier raus! Und der Busfahrer hatte eigentlich auch so einen schlechten Tag gehabt und der Busfahrer sagt so, er hätte auf den Knopf drücken sollen! Und der so, aber ich hab gedrückt! Bei mir kam nichts an, jetzt muss der Nächste aussteigen! Und dann war er voll wütend und hat ihn umgebracht. Okay, hier ist noch eine Tasche. Eine gewöhnliche schwarz-blaue Sporttasche in anweinfreiem Zustand. Okay. Ich habe da auch schon gesehen, da liegt irgendwie eine Karte. Wie war das denn bei Metroid Prime mit der Steuerung auf der WeChat? Da hat man ja die Kamera aktiv bewegt. Motion-Steuerung, ne? Wahrscheinlich. Das klingt ja voll schrecklich. Ein Busticket für eine Einzelfahrt ist bereits entwertet. Wobei bei Metroid Prime musst du ja die Kamera nicht so bewegen wie jetzt das hier. Sondern du bleibst ja immer stehen beim Schießen und gehst in den Schießmodus. Ne?
Du kriegst gerade einen Crash Bandicoot Weihnachtspullover, ja. Der Nunchuck im Game dreht die Kamera hier. Der Mörder war ein Schwarzfahrer. Oh, das war irgendwie so, er hat nicht gezahlt und der Busfahrer hat die Türen nicht aufgemacht. Er hat gesagt, du bleibst jetzt hier so lange, bis die Polizei kommt. So einer war das. Der hat so richtig einen dir reindrücken wollen. Eigentlich sollte das einem Busfahrer eigentlich scheißegal sein, wenn mal irgendwie einer schwarz fährt. Aber er war so einer, der wollte alles richtig und korrekt haben. Und hat ihn nicht rausgelassen. Hat gesagt, du bleibst jetzt hier, bis die Polizei kommt. Aber der Typ hatte irgendwie schon so eine Akte bei der Polizei und wurde gesagt, wenn du noch einmal erwischt wirst irgendwo mit einem negativen Eintrag, dann kommst du in Knast. Und dann ist er durchgedreht. Sitzbank der Verkehrsbetriebe, okay. Ja, dieser Fall, Alexander Rietz, ist leider nicht lösbar. Brauchst du Hilfe? Ja, bitte. Ein Tipp wäre nicht schlecht. Ich habe deinen Aufzeichnungen einen Tipp hinzugefügt. Danke. Nun möchte ich aber auch Ergebnisse sehen. Okay, chill. Ja, hier, Busstation gefunden, hinter den Link, Vorderrad, Beschreibung. Also, I guess, ich muss hier einfach nur jetzt Kram sammeln, Schauplätze, Kapitel. Wo ist mein Tipp? I guess, ich muss jetzt einfach nur Dinge finden, oder? Mülleimer ist leer. Wir müssen wahrscheinlich noch nicht so richtig den Mordfall lösen, sondern jetzt einfach nur Hinweise suchen. Laut Fahrplan erreicht Linie 23 den Bus gewöhnlich... Aha. Okay, das ist jetzt schon mal eine Zeit. Das heißt, es muss ja dann nach 22.45 Uhr passiert sein. Wir haben ungefähre Tatzeitgedöns. Weil ich denke mal, er kommt hier an. Keine Ahnung, was man als Busfahrer macht, wenn man an der Station ankommt. Keine Ahnung, vielleicht kurz auf Handy gucken. Ein bisschen 5 TikToks durchscrollen und dann nach Hause, ne? Sprich, es ist wahrscheinlich ein paar Minuten nach 22.45 passiert. Auch leer, okay. Ich sehe noch was. Das habe ich damals übersehen gehabt. Das hat sich in mein Gehirn eingebrannt, okay. Irgendwas an der Decke? Mehrere Busse parken in diesem Bahnhof. TikTok gab's damals. Ja, Musical.ly halt, ne? Boah, meine Hand verkrampft sich bei dem Spiel. Weil ich mit dem Steuerkreuz laufen muss. Irgendwie ist das so ungewöhnlich für meine Hand, dass die jetzt verkrampft. Trink Orange Fitz. Prickelt frischer. Eine Werbetafel, nicht von Bedeutung. Ja, Wines, Junge. Bin mal schwarz gefahren. Hat mich 50 Tacken gekostet. Würde ich nicht empfehlen. Ja, ich hab's. Ich hab in meinem Leben vielleicht eine Handvoll. Bin eine Handvoll schwarz gefahren. Aber nicht, weil ich irgendwie bewusst das gemacht hatte, sondern weil irgendwie Ticketautomat nicht ging oder sowas. Was hat Sodi gesehen, was ich nicht gesehen habe? Nicht einsteigen! Er ist trotzdem eingestiegen. Vielleicht ist irgendwas kaputt? Da liegt was. Bananenschale. Ratte? Die Ratte zeigt bereits erste Spuren von Verwesung. Junge, wie lange liegt hier eine fucking tote Ratte im Bus? Muss es nicht gerochen haben? Wenn die schon am Verwesen ist? Ihhh. Habe ich eine Taschenlampe oder so? Ein Foto ist nicht notwendig. Das habe ich auch schon gecheckt im Ticket. Hier, vielleicht Foto. Okay. Von was muss ich denn Fotos machen? Alexander Rietz? Du hast schon einen Tipp von mir erhalten. Ich habe ihn. Ich darf kein Foto von ihr machen.
Hä, Sodi? Wo übersehe ich was? Ich kann mich auch nicht bücken oder so, ne? Nee. Ich kann auch nicht springen. Irgendwas unter dem Bus zu finden? Ja, ich habe da nur eine Tüte gefunden. Die Bremsspuren vielleicht? Die Bremsspuren sind's. Nutze diese Spur, die Fotokamera. Ah, er kam mit einem Auto. Er ist hier so mit Vollkaracho, mit 180 angekommen, hat hier eine Vollbremsung hingelegt, ist schnell ausgestiegen, reingelaufen, 25 Stiche und schnell zurück ins Auto und weg. Er ist quasi Drive-by, Drive-by-Mord. Fehlt mir noch was? Du hast schon einen Tipp von mir erhalten. Digga, wo ist der Tipp? Okay, hier. Finde tote Ratte im Bus. Finde das Handy im Bus, vorne unter dem Fahrersitz. Okay, ich habe das Handy irgendwie übersehen. 100 Stiche in den Rücken war Selbstverteidigung, ja. Ja, okay. Guck mal, wie versteckt. Ich kann da nicht mal hin. Hä? Muss ich die Tür zumachen? Da war es kurz. Ja, okay. Ein modernes Mobiltelefon der Marke Rockim. Es befindet sich eine SMS im Speicher des Mobil... Oh. Da steht dann sowas wie, stech dich ab, AMK. Und dann kam er. Du hast schon einen Tipp von mir erhalten. Digi, ich bin fertig. Finde das Handy haben wir, finde die tote Ratte haben wir, finde das Busticket haben wir, finde Sporttasche haben wir, finde Plastiktüte haben wir, fotografiere die Reifen haben wir. Kannst die SMS lesen? Oh, Moment, du bist ja ultra smart. Nee. Oder? Okay, bei der Untersuchung kannst du einen Beweis genauer unter die Lupe nehmen. Aha. Inhalt der SMS. Rupert, pass auf, was du tust. Es könnte sonst schlimm für dich enden. Absender Werner Kallmann. Scheiß Werner. Verdammter Werner. Okay, gucken wir uns die Chipstüte an. Das Logo der Plastiktüte stammt von einer Tankstelle namens Ilo Shop. Aha, da müssen wir als nächstes hin. Die Ratte ist auch so grün. Und Werner ist bestimmt irgendwie so ein Rattenfan. Er ist wie Gundam Tanaka aus Danganronpa 2, der mit seinen Four Dark Devas of Destruction immer unterwegs ist. Kenner kennen's. Fahrschein Normaltarif. Oh, ich kann hier was machen. Suche Fingerabdruck. Ach so. Oh, meine Wii hat Probleme gerade. Irgendwie. Das ist eine alte WeChat. Finde den versteckten Fingerabdruck. Achso, ich muss jetzt so ein bisschen machen. Da, ich hab ihn. So funktioniert das also mit den Fingerabdrücken. Ich habe mich immer gefragt, wie funktioniert das immer?
Okay, wir haben Fingerabdruck, Chat. Ja, ich brauche eine neue Wii. Okay, mach auf. Die Sporttasche enthielt Bargeld. 10.000! Chat? Ich glaube, Alexander Rietz wird das nicht überleben. Ich lasse es aussehen wie ein Unfall. Und dann bin ich hier weg. Bobli! Dankeschön. Für 59 Monate. Wir sind fucking reich, was wir uns damit alles kaufen können. Okay, und das jetzt der Fingerabdruck, den ich gemacht habe. Okay, wir sind, I guess, fertig. Alexander Rietz, Vorsicht, hinter dir ein Vogel! Okay, sie ist gut, sie ist gut. Du hast schon einen Tipp von mir erhalten. Ich habe ihn in deinen Akten zu diesem Kapitel vermerkt. Okay, was habe ich übersehen? Ah, hier, noch Bargeld. Das ausgewählte Untersuchungswerkzeug kann nicht benutzt werden. Oh, da ist irgendwie ein Spritzer drauf. Auf dem Bargeld befindet sich Blutspuren. Blutgeld. Es ist Blutgeld. Verdammte Scheiße. Okay, er hat direkt schon Blut. Er hat aus dem Geld das Blut rausgesaugt. Analysieren. Es wurde eine Probe von an den Techniker versandt. Okay. Vielleicht ist das ja der gute Werner. Kallmann. Okay, jetzt sind wir fertig. Du hast schon einen Tipp von mir erhalten. Ich habe ihn in deinen Akten zu diesem Kapitel vermerkt. Der Fall ist klar. Er hat ihn umgebracht, eine Ratte und 10.000 dahingelegt und ist abgehauen. Ja, das Ding ist, er wird ja, der Busfahrer wird ja mit irgendwas verwickelt sein. So. Er wird ja bei irgendwas verwickelt sein, sei es irgendwelche komischen, krummen Geschäfte oder so, ja. Aber ich frage mich, wieso der Mörder bei diesen krummen Geschäften, wenn er ihn halt jetzt mordet, weil es muss ja um Geld gehen, sonst würde er ja nicht morden. Wieso lässt er das Geld dann liegen? Und die Ratte verwirrt mich halt komplett. Wieso ist er eine verwesende Ratte? Als Entschuldigung. Ach, meinst du, er hat die 10.000 liegen gelassen, weil er sich entschuldigen möchte vor der Familie? Sorry, war der Falsche. Können wir jetzt zu Dingens fahren? Zu Philipp Anders? Und der hat uns für uns das Blut gecheckt? Die Rubrik ist noch falsch. Du hast recht. Game. 11. Ja. Du stellst die richtigen Fragen, aber hast du auch die richtigen Antworten? Nee, die Antworten, ich bin noch nicht ganz. In meinem Kopf bildet sich ein Konstrukt, aber ich will es noch nicht verraten. Vernehmungsraum. Oh, wir werden gleich auch noch die Leute vernehmen, Chat. Wir werden gleich Kallmann Werner vernehmen. Digga, wie komme ich denn zu Kallmann Farmann? Zu Andreas Philipp. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Schlaganfall auf einmal. Na, schon wieder zurück? Ich hoffe, du kommst gut voran. Ich habe Neuigkeiten für dich. Ja. Was für Neuigkeiten? Die Ehefrau des Mordopfers hat sich bei uns gemeldet. Ein äußerst merkwürdiges Telefonat.
Die hat dann sowas bestimmt gefragt. Oh nein, mein Ehemann ist tot. Ich hoffe, ich krieg dafür 10.000 Euro Schadenersatz. Inwiefern merkwürdig? Sie wollte sicherstellen, dass es sich bei dem Opfer auch wirklich um ihren Mann handelt. Und? Nun ja, sie wirkte nicht sehr mitgenommen. Da war keine Spur von Traurigkeit. Sie war eher ärgerlich, eigentlich sogar richtig wütend darüber, dass sie von nun an ihre Kinder alleine versorgen muss. Was ist, wenn... Was ist, wenn der Mörder eigentlich ein Gestaltenwandler ist? Was ist, wenn der Mörder sich in eine Ratte verwandelt hat und wollte ihm einen giftigen Biss verpassen? Hat es geschafft, aber der Busfahrer hat dann die Ratte halt weggetreten und die Ratte ist dabei halt gestorben. Wie in Supernatural X Cobra 11 Crossover, genau. Interessant, die beiden hatten wohl keine besonders innige Beziehung. Wohl nicht. Rupert dürfte auch abseits von Familie und Freundeskreis nicht sehr beliebt gewesen sein. Seine Ehefrau beschrieb ihn als griesgrämig und eigenbrötlerisch. Sehr schön. Du hast also den Tatort bereits untersucht. Es wird Zeit, deine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Welche Beweisstücke hast du am Tatort gefunden? Ja, alle. Einfach nichts. Ausgezeichnet. Das sind alle Beweisstücke, die wir brauchen. Hätte ich jetzt einfach lügen können? Beweismaterial allein reicht nicht aus. Kommen wir nun zu den Spuren am Tatort. Welche Spuren hast du am Tatort gefunden? Die 10.000 Euro verwirren mich halt extrem. Wieso liegen da 10.000 Euro? Reifenabdruck. Sehr gut. Kommen wir zum nächsten Punkt. Für unsere Akten muss noch eine Skizze des Tatorts erstellt werden. Markiere die Stellen, an denen Beweisstücke gefunden wurden. Lösegeld oder so. Ja, aber wieso hat mich verwirrt halt, dass das Geld liegen gelassen wurde? Wieso liegen gelassen? Wenn ich ja jemanden umbringe wegen irgendwelchen Geldproblemen oder wegen irgendeinem Handel oder so, keine Ahnung, dann lass ich doch das Geld nicht liegen. Dann hat sich der Mord ja gar nicht gelohnt. Wo befanden sich das Handy, die Reifenspuren, die tote Ratte, die Plastiktüte, das Busticket und die Sporttasche? Vor allem, wieso lag die Sporttasche hinten? Also wenn der Typ, der ihn gemordet hat, mit einem Auto ankam wegen den Bremsspuren und dann ausgestiegen ist und gemordet hat. Wieso liegt die Tasche hinten? Wenn die Tasche ja hinten liegt, dann ist es ja so ein bisschen irgendwie, als hätte der Mörder hinten gesessen mit dieser Tasche und dann aufgestanden und hat ihn dann gemordet. Analyse, Analyse. Okay, die tote Ratte war... Hier. Die Chips-Tüte war... Hallo? Die war hier. Das Busticket war... Hier. Ah, ne, warte, hier. Ist also dumm. Wieso sollte ich... Also, was ist das für... Jawohl, weil vielleicht kriegt man jetzt so eine Overview. Und durch die Overview erschließt sich einem der Fall dann eher, wie es passieren hätte können. Versteht ihr? Oh, Moment, Chat. Ich hab's. Sehr gut. Nein, ich will mir das da angucken. Ich hab's, Chat. Der Mörder saß im Bus. Und hat einen Komplizen, der ihn abgeholt hat. Der Mörder war im Bus
bei der Endstation ist er dann aufgestanden, hat von hinten den Busfahrer getötet. Dabei ist das Handy vom Busfahrer auf den Boden gefallen. Und dann ist er schnell aus dem Bus raus, ins Auto. Aber wieso liegt da 10.000 Euro? Das war gute Arbeit. Du solltest jetzt die gefundenen Beweisstücke näher untersuchen. Ich bin mir sicher, dass wir dadurch noch die eine oder andere wichtige Information erhalten. Dieses Geld verwirrt mich so sehr, ne? Erste Untersuchung. Untersuchen Sie die gefundenen Beweisstücke nach Spuren. Ja, die Ratte ist auch komplett verwirrend. Ich bin gespannt, was das wird. Hä? Ja? Wow! Ich habe mir fast mein Auge aufgebohrt mit dem Mikrofon. Wäre ich 1 Zentimeter weiter nach vorne gegangen, hätte ich jetzt ein Loch in meinem Gesicht. Danke. Ja, aber ich habe doch schon alles untersucht, Diggi. I guess, ich rede jetzt mit dir, weil ich schon alles untersucht habe. Deutsche Final Destination einfach. Glasaugen, Keggy. Na, schon wieder zurück? Ich hoffe, du kommst gut voran. Klingt schmerzhaft. Ja, es ist ja nicht passiert. Mein Auge hat nur so das Mikrofon so gestreichelt. Gut, dass du da bist. Wir haben wieder neue Informationen erhalten. Welche Art? Wir haben die Zeugin aufgespürt. Eine gewisse Valentina Krupp. Sie dürfte kurz vor der Tat im Bus gewesen sein. Ich sollte sie verhören. Vielleicht kann sie uns ein paar Hinweise geben. Das wird schwierig werden. Die Dame war nur zu Besuch hier und ist mittlerweile wieder im Ausland. Ja, wow. Das macht die Sache wirklich nicht einfacher. Die ist durchgebrannt. Die ist abgehauen. Alles halb so wild. Direkt das Land verlassen. Kollegen des Auswärtigen Amts kümmern sich bereits um alles. Sie werden uns Protokolle ihrer Aussage zukommen lassen. Wann können wir mit der neuen Information rechnen? Es wird schon noch ein wenig dauern. Konzentrieren wir uns erst einmal auf die Beweisstücke, die wir bereits gesammelt haben. Hast du alle Beweisstücke genau untersucht? Gehen wir gleich mal alle durch. Die redet so entspannt und ruhig, Mann. Ich will ein bisschen mehr Action von ihr haben. Wir lösen gerade hier einen verzwickten Mordfall. Im Bus wurde eine Tasche gefunden. Haben uns deine Untersuchungen weitergebracht? Ja, weil ich auf dem Stuhl mich so hin und her drehe. Deshalb geht das Ding hin und her. Im Bus wurde eine Tasche gefunden. Haben uns deine Untersuchungen weitergebracht? In der Sporttasche befand sich Bargeld. Okay. Richtig. Aber noch fehlen ein paar wichtige. Ja, die Sporttasche war leer, hätte ich eigentlich sagen müssen. Stimmt, ne? Die Sporttasche? Die war leer, komischerweise. Was da wohl drin war? Wahrscheinlich die Mordwaffe, oder? Ein interessanter Fund, nur bringt er uns nicht wirklich weiter. Hast du das Bargeld genau untersucht? Auf den Geldschein befinden sich Blutspuren. Vielleicht hat er das liegen gelassen wegen den Blutspuren, weil er sich dachte, scheiße, DNA oder so. Sehr gut. Damit sollten wir etwas anfangen können. Ja, ich habe nicht so weit gedacht, Schatz. Es tut mir leid. Ich hätte das Geld behalten sollen. Gibt es etwas Besonderes darüber zu berichten? Ja, ist schon zu spät. Jetzt habe ich es gepetzt. Du hast doch ein Busticket zum Tatort gefunden. Gibt es etwas Besonderes zu berichten? Da war ein Fingerabdruck drauf. Ausgezeichnet. Wir sollten den gefundenen Fingerabdruck später mit denen der Verdächtigen vergleichen. Aber, oder es war Falschgeld. Ja, aber Digga, du lässt doch auch Falschgeld nicht liegen. Weil damit kannst du ja auch einkaufen gehen. Und das Falschgeld ist ja ein Beweisstück. Ich glaube, es gibt noch ein weiteres Detail, das wir nicht außer Acht lassen sollten. Was kannst du mir über die Plastiktüte berichten? Oder wie läuft das Chat im Lidl zum Beispiel ab? Wenn ich jetzt mit einem 50-Euro-Schein im Lidl einkaufen gehe, der wird denn nicht
Die legen ja den in den Kasse rein. Ist die Kasse dann automatisch ein Scanner? Nee, ne? So weit sind wir noch nicht. Der Scanner wird ja nur so rausgeholt bei krassen Scheinen, ne? Wird auch bei krassen Scheinen nicht rausgeholt. Aber ich glaube, du kannst doch... darfst du auch gar nicht, ne? Ich glaube, so bei vielen Läden steht immer irgendwie sowas wie: Wir nehmen nur Scheine... Wir nehmen keine Scheine über 200 an oder so. Scanner meist erst ab 50 Euro. Ich habe noch nie jemanden scannen gesehen. Aber ich gehe auch nie mit Bargeld einkaufen. Ja, wenn ich dann halt in der Kasse stehe und die holt den Scanner raus, dann sehe ich das ja vorher, dass sie ihn rausholt. Der oder die Kassiererin. Dann boxe ich einmal und renn. Gibt ja auch nichts Höheres als 200. Wir haben gerade ganz viele 500er Scheine. Willst du mir etwas sagen, die Kriminellen in diesem Spiel sind so doof, dass die einfach Falschgeld machen von Scheinen, die gar nicht existieren? Was kannst du über die Plastiktüte berichten? Elo-Shop. Gut, vielleicht hilft uns diese Information noch weiter. Glückwunsch, du kommst gut voran. Sprich als nächstes mit Techniker Philipp Anders. Er hat wichtige Informationen für dich. Euro oder D-Mark? Gab's 500 Euro? Gab's 500 D-Mark? 500 D-Mark. Wie schreibt man D-Mark? Chat, wie schreibt man D-Mark? Deutsche Mark. Ach so, okay. Ich hab's so geschrieben und dann so geschrieben und der hat mir die ganze dänische Mark gezeigt, weil man da wohl Dänemark sagt. Demlack! Okay, der sieht ja ultra sick aus. Junge, der ist einfach so eine geile Wespe drauf. Hä? Hä, wieso sieht er so cool aus? Wieso sieht er so sick aus? Das bist einfach du, nein. 200 Euro deutsche Mark. Yo! Hä, hey, wie cool ist das denn? Da ist so, wie heißt dieses Dingens? Gab's mal früher im Superheld die Werbung. Dieses smarte Spielzeug, wo man so zusammen basteln kann. Ich hab vergessen, wie das heißt. Habe ich letztens das im Lidl gesehen. Wieder. Hab daran darüber nachgedacht. Die sind so Magnetdinger, genau. Und jetzt 200 Euro. Magnetix! Hießen die so? Ja! Yeah! Die geilen Dinger, Leute. Oh, wieso ist das Bild so klein? Oder Geomax, genau. Nee, Geomax ist es nicht. Okay. Also jetzt Vergleich, Chat. 200 Euro. Ich will die deutsche Mark zurück. Was ist das für ein langweiliger Schein?
Was ist das für eine langweilige Scheiße? Guckt euch diesen Macher an. Und dann das hier. Scheiße, ich muss jetzt die AfD wählen. Damit wir endlich aus Europa raus sind. Fuck. Okay, jetzt Vergleich bei 100. 100 Euro? Das sind 100 Euro. Das Grüne ist schon sick, ne? Mit diesem Harry Potter Spiegel hier. Ja, okay, Deutsche Mark. Einfach so eine geile Chaya drauf. Hä? Wieso hat der Deutsche Mark so viel Style, Alter? Okay, 50 Euro? Den Schein kennen wir, ne? Den Schein kennen wir. So, und jetzt 50 Euro. Deutsche Mark. Ja, wer ist der König? Junge. Geile Friese, Mann. Ist aber ein alter 50er. Es gibt hier noch den 50er. Aber der sieht halt älter aus. Der sieht aktueller aus. Sein Blick ist so leer. Ich finde ihn süß. Ja, 20 Euro kennen wir auch, aber als Vergleich. Das ist 20 Euro. Die Jawline. Ne, der ist schon cooler, ne? Als der hier. Der ist schon cooler. Okay, das ist ja. Der Schein ist ja ultra sick. Hä, nee, der hat voll die schöne Farbe. Guckt ihn euch an. Voll die schöne Farbe. Also da fand ich den 50er schon echt hässlich. Von den Farben. Aber der sieht da voll schön aus von den Farben her. Was ist eigentlich für eine Detour gerade? Ich weiß auch nicht. Ja, deutsche, der Zehner, der war auch Peak. Zehner war auch Peak, Chat. Ich erinnere mich. Der war auch sick. Keine Ahnung, wer der Bruder ist, aber der hat einen nicen Bart. Und es gab noch die 5 deutsche Mark, Chat. Es gab noch einen 5er, ne? Noch eine geile Chaya. Wer ist denn die? Die kommt da einfach ran mit einem fucking Horn. Die hat einfach mal hier so ein Horn dabei oder so. Keine Ahnung, ob die irgendwie die deutschen Kaisersritter dann damit ruft oder so. Dass sie dann hier zur Hilfe kommen. Oder dann kommen die alle an. Gott schütze den Kaiser! Gott schütze den Kaiser! Aber die können alle nur das sagen. Deutsch, Gott schütze den Kaiser! Und dann kommen die alle. Ja, Huntinghorn gespielt, die 5 Euro Chaya. Das war eine Schriftstellerin anscheinend. Ah. Sprich mit dem Techniker und ermittle die Todesursache, so wie den Todespatienten. Okay, endlich der Techniker. Aber wie komme ich zu dem Techniker? Ah, der steht hier. Okay. Der Philipp Anders.
und Squeal. Dankeschön für 30 Monate. Willkommen zurück. Studium kickt gerade. Ja, viel Erfolg, Mann. Viel Erfolg. Und Alexa, dankeschön für 18 Monate. Ein Zap im zweiten Türchen. Und Bobli, dankeschön für 59 Monate. So, der wieso sind die denn alle so grün? Junge, der ist ja noch grüner. Wie haben die das denn verkackt? Hallo, Kollege. Okay, ich mag Philipp anders. Tag. Ist Ernst Ruperts forensische Analyse abgeschlossen? Selbstverständlich. Ich habe das forensische Modell bereits in die Fallakte gelegt. Dankeschön. Ach übrigens, wir haben ein Stück Plastik im Mund des Opfers gefunden. Sieht aus, als könnte es zu einer Einkaufstüte passen. Ich habe ihm auch Blut für eventuelle Vergleiche entnommen. Er hat ihn mit einer Plastiktüte erwürgt, erdrosselt, erstickt. Fragen über Analyse. Woher kenne ich den Namen Philipp Anders? Ich habe nie K11 geschaut. Vielleicht verwechselst du es mit Thomas Anders. Frag ihn mal, ob er anders ist. Blutprobe des Bargelds. Die Blutprobe des Opfers Ernst Ruppert stimmt nicht mit den Blutspuren auf dem Bargeld überein. Was hat er gesagt? Ich habe ihm nicht zugehört. Ich habe den Text gelesen. Ich habe Buchstaben wahrgenommen, aber ich habe nicht den Sinn davon irgendwie aufgenommen. Was hat er gesagt? Keine Ahnung. Daten? Fingerabdruck des Ernst Ruperts. Sicher, ich gebe dir die Fingerabdrücke gleich im Anschluss an unser Gespräch. Gern, nach unserem Gespräch erhältst du die Blutprobe. Es ist nicht das Blut vom Opfer, okay. Todeszeitpunkt? Ernst Ruppert wurde gegen 1 Uhr gefunden und war zu diesem Zeitpunkt bereits etwa 2 Stunden tot. 2 Stunden? Ja, das wäre dann 23 Uhr. Und 22.45 Uhr war Endstation. Also er saß da noch 15 Minuten im Bus. Vielleicht hat er sich mit dem Mörder noch irgendwie unterhalten. Die wollten da irgendwie so einen Deal machen im Bus oder so. Vielleicht wollte er für 10.000 Euro den Bus kaufen. Todesursache. Ernst Ruppert wurde mit einem Gegenstand erstickt, der über seinen Kopf gestülpt wurde. Er war nicht sofort tot. Sein Todeskampf muss einige Minuten gedauert haben. Der wollte irgendwie einen Bus klauen, Bus kaufen, damit er damit irgendwie, keine Ahnung, irgendwie was schmuggeln kann, weil niemand würde einen Bus anhalten. Welche Polizei hält einen Bus an und kontrolliert, ob da Drogen drin sind oder so? Niemand. Bus ist voll smart für Drogenhandel, ne? Der wollte für 10.000 Euro den Bus abkaufen. Man sieht sich. Okay, sind wir fertig? Na, schon wieder zurück? Ich hoffe, du kommst gut voran. Warum guckt immer so verdächtig nach links und rechts? So ein bisschen L.A. Noir, Alter. Wir müssen jetzt aus ihrem Gesicht rauslesen, ob sie lügt oder nicht. Für Handel nicht gut, zu viele Zeugen. Ja, du nimmst natürlich in den Bus keine normalen Passagiere mit. Da sitzen ja dann nur irgendwie deine Kollegen drin oder so. Du nimmst da irgendwie, keine Ahnung, ziehst dir so ein Busfahrer-Outfit an, setzt da irgendwie so 5 Leute von dir rein und jeder, der diesen Bus sieht, denkt, das ist ein ganz normaler Linienbus. Ich glaube, dir fehlen noch ein paar wichtige Informationen. Komm wieder, wenn du alle Beweisstücke genau untersucht hast. Also ich dachte schon im Öffi dealen. Nee, das Ding ist, du holst dir einen Bus
und machst da, da kannst du ja die Tafel dann selbst bestimmen, was da steht. Und dann machst du da irgendeine Linie drauf, die irgendwie da, wo die Bushaltestellen sind, eigentlich gar nicht fährt. Aber das juckt dann ja niemanden. Wenn du da stehst und du wartest auf deinen Buslinie 25 und dann kommt eine 27 angefahren, dann denkst du, ah, ist nicht mein Bus. Und stellst das gar nicht in Frage, oder? Eigentlich voll... Chat, wir müssen uns einen Bus kaufen. Wir müssen uns einen Bus kaufen. Bis später. Bis später. Aber welche Linie fährt dann über Ländergrenzen? Nee, du fährst ja nicht über Ländergrenzen. Du dealst ja in Deutschland. Du dealst in Deutschland, keine Ahnung, in Düsseldorf oder so, mit deinem scheiß verdammten Linienbus. Und alle denken, das ist ein Linienbus. Keiner checkt diesen dummen Linienbus. Die Polizei juckt das nicht, das ist einfach nur ein Linienbus. Und du dealst damit. Wer hat hier einen Busführerschein? Wir brauchen jemanden mit Busführerschein. Wer ist langweilig? Tut mir leid, zurzeit kann ich nichts für dich tun. Vielleicht solltest du alle Beweisstücke noch einmal genau untersuchen. Wenn du etwas findest, kann ich gern eine Analyse durchführen. Man sieht sich. Warum spielt man freiwillig K11? Die Frage ist, warum schaut man freiwillig, wie jemand K11 spielt? Na, schon wieder zurück? Ich glaube, dir fehlen noch ein paar wichtige Informationen. Bis später. Okay, kann ich mir jetzt die Sachen anschauen? Okay, hier. Das ist nicht Rupert Ernst. Nicht identisch. Richtig, Fingerabdrücke stimmen nicht überein. Zurzeit können keine weiteren Vergleiche durchgeführt werden. Stark. Forensisches Modell. Boah! Nein. Maschallah. Aber wieso hat er so einen roten Kopf? Jo, Gepäck ist auch dabei. Band. Oh. Bei Männern darf man das. Nur bei Frauen nicht. Für Männer wirst du nicht gebannt. Am Hals lassen sich deutlich Würgemale erkennen. Zudem lassen geplatzte Kapriolengefäße unter den Augen auf Tod durch Ersticken schließen. Wahrscheinlich hat der Täter etwas als Hilfsmittel eingesetzt. Ja, eine Tüte, haben wir doch schon geklärt, Digga. Ja, und die Blutprobe, da gibt es irgendwie nichts zum Checken. Okay. Na, schon wieder zurück? Wir haben wieder Neuigkeiten. Die Aussage von Valentina Krupp ist da. Ja, Phantombilder von zwei Verdächtigen, zwei, die beide vor der Tat im Bus waren. Die waren, ja, das sind die, der eine kam mit dem Auto den anderen abholen und der andere saß schon im Bus oder so. Aber wieso ist da eine Ratte? Und wieso 10.000? Ich bin so gespannt, was das wird. Noch nicht, aber wir sind dabei, sie auszuforschen. Beide Männer dürften unabhängig voneinander mit dem Mordopfer gestritten haben. Der eine Verdächtige war anscheinend betrunken. Er hat laut herumgebrüllt und wurde dann von Rupert aus dem Bus geworfen. Okay, jetzt kommt noch ein Betrunkener. Der Betrunkene kam mit seiner Ratte. Das war irgendwie sein bester Freund oder so. Und beim Streiten hat der Busfahrer die Ratte aus Versehen umgebracht. Der andere Mann hat zunächst beschwörend auf Rupert eingeredet und ist dann verärgert wieder abgezogen. Junge, was für beschwörend? Einfach Lucifer beschworen oder was? Das heißt also, wir haben zwei mögliche Kandidaten für die Mordtat. Was hast du bisher über das Opfer Ernst Rupert herausgefunden?
gehen wir alles Schritt für Schritt durch. Beginnen wir mit der Tatzeit. Das Opfer wurde in der Nacht ermordet. Wann genau war denn das? Doch wir verhören gleich noch jemanden. Wir werden gleich noch wahrscheinlich mit Werner Kallmann reden. War 23 Uhr. Richtig. Aber noch fehlen ein paar wichtige Details. Die Todesursache gibt immer Aufschluss über die Tatwaffe. Also, woran starb das Opfer? Vergiftet, ne? Die Ratte hat ihn gebissen, oder? Ah, nee, erstickt. Genau. Somit haben wir die Todesursache. Uns fehlt aber noch die Tatwaffe. Du hast doch eine Plastiktüte am Tatort gefunden, oder? Und Rupert wurde erstickt. Was konntest du über die Plastiktüte herausfinden? Die Tüte ist blutverschmiert. Die Tüte ist wohl nicht die Mordwaffe. Die Tüte könnte die Mordwaffe sein. Die Tüte ist zerrissen. Muss ich jetzt auf zerrissen gehen? Weil wir haben doch in seinem Mund Teile gesehen von der Tüte. Also er ist zerrissen? Noch nicht ganz. Scheiße. Sieh dir Tüte und Leiche noch einmal genauer an. Dann war da Blut, Willst du die Frage noch einmal beantworten? Dann auf ein neues. Du hast doch ein... Was konntest... Noch nicht ganz. Hä? Sieh dir Tüte und Leiche noch einmal genauer an. Willst du die Frage noch... Dann auf... Du hast doch ein... Was konntest... Chat, was ist der Fehler? Die ist nicht blutverschmiert gewesen, die ist nicht zerrissen gewesen. Die Tüte ist wohl nicht die Mordwaffe, die Tüte könnte... Ach so, okay. Ich sollte einfach nur das Letzte wählen. Wow. Ausgezeichnet. Wow. Somit haben wir das wichtigste Beweisstück gefunden. Die Tatwaffe. Ich dachte, das ist schon klar und ich soll jetzt auf die Tüte eingehen. Und ich müsste einfach nur sagen, es könnte die Waffe sein. Nehmen wir uns noch einmal das Busticket vor. Was kannst du mir zu dem gefundenen Fingerabdruck sagen? Im ersten Fall, ich bin nicht gebrochen. Ich bin halt nur einen Schritt voraus. Sie ist zu langsam für mich. Es ist das Fingerabdruck. Nee, er ist identisch mit dem Fingerabdruck auf dem Bargeld. Es ist von einem Unbekannten, genau. Ausgezeichnet. Wir sollten die Abdrücke später mit denen der Verdächtigen vergleichen. Vielleicht hilft uns ein anderes Beweisstück weiter. Das Handy. Was kannst du mir darüber sagen? Jetzt kommen wir zum Werner. Auf dem Handy ist eine SMS gespeichert. Das Handy gehört dem Opfer. So. Gut. Allerdings genügt das noch nicht. Was für ein Wurstticket. Kannst du mir etwas über diese SMS erzählen? Das Wurstticket ist bestimmt das Bootycall von damals. Damals hat man nicht gesagt, hey, ich bootycalle dich, sondern ich gebe dir ein Wurstticket. Ja. Der Absender ist Werner Kallmann. Die Nachricht ist eine Drohung gerichtet an Rupert, ja. Sehr gut. Ich denke, wir sollten Werner Kallmann während der Vernehmung damit konfrontieren. Ausgezeichnet. Du hast bisher sehr gute Arbeit geleistet. Wir konnten auch die zwei Verdächtigen ausfindig machen. Es handelt sich um den Taxifahrer Lorenz De Gussi und einen Arbeitskollegen des Opfers, Werner Kallmann. Ich habe sie zur Vernehmung vorgeladen. Sieh dir ihre Profile genau an, bevor du mit ihnen sprichst. Beginne die Vernehmung erst, wenn du bereit dazu bist. Das ist bestimmt nicht mal ein Random-Ass-Foto. Das ist bestimmt das Jahr aus der Serie. Vielleicht ist das wirklich der Ort, wo die Sendung stattfindet. Kann man K11 Büro. Jo, das ist ja voll gut. Die haben ja wirklich voll gut das nachgebaut, ne? Und vielleicht kann man irgendwo durchs Fenster schauen und dann sieht man das gleiche Gebäude. Und sie haben einfach straight up nur das Foto gemacht von dem Gebäude dahinter. Aber man kann hier nie aus dem Fenster rausschauen. Wäre schon cool, wenn sie einfach straight up einfach nur ein Foto gemacht haben vom Hintergrund. Ja, da sieht man's, Chat. Ja, das ist derselbe Hintergrund. True. Die haben wirklich einfach nur die Straße fotografiert, ne? F-
Vernimm die Verdächtigen und ermittle den Täter. Sogar der PC ist gleich, ja, ist crazy, ne? Aber wo ist die grüne Frau? Ja, die ist halt im Echten nicht grün, ne? Glaube ich. Alexander Rietz und Philipp Anders sind Marsianer! So, lass uns quatschen. Mit wem wollen wir zuerst reden? Mit Werner oder mit Lorenz de Gussi? Der ist schon ziemlich sussi, ne? Guckt ihn euch an. Der sieht schon ziemlich sussi aus. Aber wir machen das mal Werner Kallmann. Ist ein verschlossener Mensch. Er hat vor kurzem seinen Job als Busfahrer verloren, nachdem er erfolgreich versucht hat, einen Streik zu entfachen. Vielleicht kannst du ihn ja zum Reden bewegen. Junge, die fucking Öffis, Alter, haben ihn einfach rausgeworfen. Zu wenig Geld verdient, er wollte Streik, einen Streik starten. Und es gab keine Gewerkschaft, die ihn schützen konnte. Die haben ihn einfach rausgeworfen. Herr Kallmann, schön, dass Sie kommen könnten. Ich glaube nicht, dass es für Sie Grund zur Freude geben wird. Chat, die Stimme! Boah, die Stimme ist... Die war überall in jeder zweiten Nickelodeon-Sendung. Befragen über Person, Schauplätze, Beweise, Daten. Allgemeines. Erstmal nach dem Wetter fragen. Wir möchten erstmal Freunde werden. Oh, stimmt, das ist Marky Mark! Mark Wahlberg! Stimmt! True! Streikführer? Wollen Sie mal in die Politik, Herr Kallmann? Da kann man ja alles als Streikführer Karriere machen. Na, Herr Kallmann, wie war das so als Streikführer? Musste gut für Ihr Ego sein, nicht? Eine Aufgabe wie jede andere. Aber ich habe sie gerne erledigt. Ernst musste ja alles zerstören, diese Ratte. Aber tu das, Mark Wahlberg, ja. Ernst musste ja alles zerstören. Okay, Ernst war wohl gegen den Streik. Dieser Rupert war doch ein komischer Kauz, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie die dicksten Kumpel waren. Sie hatten doch Streit mit Herrn Rupert, oder? Ich streite mich nicht mit Streikbrechern. Die sind ohnehin der letzte Dreck. Okay. Stimmt, er hat Ratte gesagt. Oh. Er hat Ratte gesagt. Was bedeutet das, Chat? Wir hatten eine Ratte im Bus gehabt. Was bedeutet das? Klar, wer mag schon Typen, die hinterrücks die Firma in den Arsch kriechen? Solche Typen sollte man einfach um die Ecke bringen, finden Sie nicht? Okay, der letzte Dreck, interessante Wortwahl. Grund genug für Sie, Robert. Nein, wir machen das Erste. Nein, Blödsinn. Überall gibt es Streit unter Kollegen, warum nicht auch unter Busfahrern? Busfahrer streiten sich nicht, die sind alle voll nett zueinander. Jedes Mal, wenn die aneinander vorbeifahren, grüßen sie sich immer. Voll auf süß, die streiten sich doch nicht. Ja, gehen wir auf Person. Reden wir erstmal über das Opfer. Ernst Rupert wurde ja kürzlich ermordet, aufgefunden. Wie standen Sie eigentlich zu ihm? Man hat Herrn Rupert ja erst vor kurzem tot gefunden. Gibt es da irgendwas, das Sie darüber sagen möchten? Ernst ist tot. Über Tote soll man nichts Schlechtes sagen. Mhm, der ist schlau. Ich kenne die Stimme halt nur aus der Spielzeugwerbung. Hier ist der Marky Mark. Sie brauchen ja nichts Schlechtes zu sagen. So richtig leiden konnten Sie ihn ja nicht, oder? Hört sich ja so an, als ob Sie ganz froh darüber wären, dass er das Zeitliche gesegnet hat. Er war eben ein Kollege, aber auch ein richtiger Arschkriecher. Ich habe ihn nie ausstehen können. Okay. Was ist mit Lorenz de Gussi? Sagt Ihnen der Name de Gussi etwas? Und sagen Sie jetzt nicht, dass Ihre Steinkneipe so heißt. Sagt mir nichts, dieser Name. Hat er etwas mit dem Mord zu tun? Dieser miese Typ. Diese Ratte, ey. Tatort Busstation. Verzeihen Sie, Werner, aber ich muss das fragen. Sie waren an jedem Abend im Bus von Rupert, korrekt? Was haben Sie an dem Abend, als Herr Rupert getötet wurde, in seinem Bus gemacht? Boah, Chat,
Fahren Busfahrer eigentlich Bus? Wahrscheinlich nicht, ne? Die haben gar keinen Bock drauf. Stimmt, das ist Bellamy aus One Piece. True. Das ist auch die Stimme von Bellamy, ja, true. Das ist deren. Nein, ich meine nicht, dass die Busfahren fahren, sondern nach der Arbeit. Zum Beispiel, du bist Busfahrer? 21 Uhr ist Feierabend und du musst jetzt nach Hause. Fährst du dann mit dem Auto nach Hause oder fährst du mit dem Bus nach Hause? Ja, Busfahrer dürfen wahrscheinlich gratis fahren, ne? Wenn sie gratis fahren dürfen. Also wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt offiziell, dass das im Vertrag steht, du darfst Bus umsonst fahren, aber die sind ja untereinander als Kollegen. Und dann fahren die sich wahrscheinlich gegenseitig hin und her. So, ja, so auf, genau. Dann spart man sich auf jeden Fall Spritkosten. Smart, ey. Hm, vielleicht ist Busfahrer doch ein geiler Job, ne? So ein bisschen da vorne sitzen, auf dicke Hose machen, weil du so über den Leuten stehst, die da im Bus sitzen. Du bist quasi der Kapitän sozusagen, ne? Und die sind alles so Untergeordnete. Hm. Verzeihen Sie, Werner, aber ich muss Sie fragen, Sie waren an jedem Abend im Bus von Rupert, korrekt? Ich konnte Ernst nicht ausstehen. Was sollte ich dann in seinem verdammten Bus gewollt haben? Keine Ahnung, was Ihr Zeuge gesehen haben will. Er ist auch vom Gesicht so ein bisschen wie Bellamy aus One Piece, oder? Bellamy hat auch so ein rundes, lächelndes Gesicht gehabt. Wie ist das eigentlich so? Treffen Sie sich auch mal mit Kollegen an Endstationen auf ein paar Bierchen? In der gleichen Nacht waren Sie natürlich auch nicht an der Endstation der Buslinie, richtig? Dort, wo Rupert... Ich mache ein Bierchen. Ich bin die Linie nie gefahren, ganz ehrlich. Hin und wieder treffe ich dort Kollegen nach der Arbeit, um ein paar Biere zu trinken. Biere? Ist das verboten? Also, wenn Biere sagt, Biere, 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 Biere. Beweise. Die eigentlich die Ratte. Ich will was von der Ratte wissen. Eine Ratte wurde unter dem Fahrersitz von Herr Rupert Bus gefunden. Was hat damit auf sich? Wussten Sie, dass auch eine tote Ratte im Bus war? Werner, was glauben Sie, wer sie dort hingelegt hat? Vermutlich hat unsere geliebte Firma die Ratte dorthin gelegt, um uns Fahrer zu schikanieren. Vielleicht hat Rupert sie dahin gelegt, damit Rupert Werner sie dahin gelegt, damit Rupert irgendwie Ärger bekommt oder so vom Chef, weil der Chef sagt so, du merkst nicht mal, dass eine tote Ratte in deinem Bus liegt. Was kannst du überhaupt? Kannst du überhaupt Bus fahren? Hast du überhaupt einen Führerschein? Und dann, keine Ahnung, kriegt er irgendwie eine Abmahnung oder so. Können Sie mir etwas über Ruperts Handy sagen? Was ist das für eine Frage, ey? Ja, cool, er hat ein Handy, ja. Kallmann, sagen Sie mir, was Sie über das Handy von uns... Ernst hat sich letztens dieses neue Handy gekauft. Vielleicht wollte er damit angeben. Aha. iPhone, ne? Das ist einer von diesen iPhone-Leuten. Leute, die iPhone kaufen, die kaufen sich auch nur um zu flexen, ne? Weil wer gibt schon irgendwie 2000 Euro für ein Gerät aus, was du auch für 300 Euro bekommen kannst? Machen das eher, ja, zum Flexen. Dass wir diese Droh-SMS von Ihnen auf Ruperts Handy gefunden haben, macht die Sache nicht leichter für Sie. Verschicken Sie gerne SMS, Grüße an Freunde und Bekannte, Geburtstagsglückwünsche, vielleicht auch mal eine Drohung an Kollegen. Ich habe versucht, Ernst ein wenig unter Druck zu setzen. Eine SMS macht mich aber noch nicht zum Mörder, klar? Er ist schon irgendwie ein bisschen süß. Hat Herr Rupert Ihres Wissens nach im Lotto gewonnen? Immerhin haben wir im Bus 10.000 Euro gefunden. Was wissen Sie über das Geld? Ne, warum machen wir das Erste? Das war wohl das Geld, das dieser Arschkriecher von der Firma für seine glorreiche Streikbrecheraktion kassiert hat. Oh. Als ob die ihm dafür Geld geben. Junge, ich würde jeden Streik beenden, wenn man mir dafür Geld gibt. Daten. Reifenspuren. Ja, gehen wir einfach alles durch, ne? Alibi von Werner Kallmann. Sagen wir doch, wie es ist. Sie haben kein Alibi für die Tatzeit.
Es kommt jetzt die Frage, die in einem guten Krimi fehlen darf. Haben Sie ein Alibi? Genau, das ist cool. Ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Ich war einkaufen. Die Tanke heißt Elo. Elo? Klingt ja einfach Klassenverräter. Am Ende des Tages muss jeder an seinen eigenen Arsch denken. Ja? Was juckt mich in Busfahrer? Den sehe ich eh nie wieder. Einkaufen? Und Sie präsentieren hier diesen Kassenbon als Beweis? So einfach können Sie es sich nicht machen, Herr Kallmann. Elo, der Name sagt mir was. Viele Filialen quer über die Stadt verteilt. Wie kommt es dann, dass Sie ausgerechnet an einer Elo-Tanke einkaufen, die Sie nah am Tatort liegt? Vor allem hat er auch die Tüte, die Mordwaffe, dort bekommen. Wir haben ihn, Chat. Wir haben ihn. Die Tüte, die Mordwaffe war auch von Elo. Wegen dir geht Deutschland den Bach runter. Ich war bei der Elo-Tankstelle einkaufen, na und? Ist das ein Verbrechen? Wenn ja, müssten sie ja viele Leute verhaften. Aber auch trotzdem, auch wenn das jetzt das Geld war, was er vom Chef bekommen hatte, weil er denn ein Streikbrecher ist. Erstens, wieso legt der Busfahrer die Tasche mit den 10.000 Euro, die ihm gehören, ganz hinten in den Bus, wo es einfach jeder klauen kann während der Fahrt? Und zweitens, wenn da ja Blut ist, dann haben die ja wahrscheinlich da irgendwie gekämpft. Und wenn die dort gekämpft haben, wieso hat er das Geld nicht mitgenommen, der Mörder? Es sind immer noch 10.000 Euro. Reifenspuren. Ich hoffe, Sie haben ein reines Gewissen, Herr Kallmann. Wir brauchen das Reifenprofil Ihres Autos für einen Vergleich mit den Spuren am Tatort. Wozu sollte das nötig sein? Ich sagte doch schon, ich war nicht dort. Glaubt ihr kein Wort? Wir können uns auch gerne einen Durchsuchungsbefehl holen und Ihre Karre Stück für Stück auseinandernehmen. Reifenspuren können doch von jedem x-beliebigen Auto stammen. Sie werden mir hier garantiert keinen Mord anhängen. Ja, aber ist schon sehr zufällig, wenn deine Reifen genau dieselbe Profil haben. Ich meine, klar, dasselbe Profil haben auch zig andere Autos. Aber es ist ein Zufall schon. Und irgendwann häufen sich die Zufälle. Und dann ist ein Zufall zu viel. Sie kennen das sicher aus dem Fernsehen, Werner. Wir brauchen Ihre Fingerabdrücke. Sie kommen nachher auch bekommen auch nachher ein Taschentuch, versprochen? Wir haben am Tatort Fingerabdrücke gefunden, Herr Kallmann. Deshalb müssen wir Sie jetzt nach Ihren... Ja, ist ja eigentlich egal, was ich nehme, ne? Na, meinetwegen. Sie werden schon sehen, dass Ihnen das gar nichts bringen wird. Vor allem, wieso sollte der Werner Kallmann ein Busticket haben, wenn er ein Busfahrer ist? Busfahrer unter sich müssen ja keine Tickets holen. Das heißt, er kann es ja gar nicht gewesen sein, ne? Unser Labor braucht eine Blutprobe von Ihnen. Tut auch bestimmt nicht weh. Dauert 9 Sekunden. Schiss vor Nadeln? Dann wird die nächste Angelegenheit schwierig für Sie. Wir benötigen noch eine Blutprobe. Na, machen Sie nur. Sie wird Ihnen garantiert nichts nützen. Müssen Sie nicht? Ja, als ob. Als ob die das bezahlen. Also Busfahrer unter sich werden ja nicht verlangen von dem anderen, dass er Geld bezahlt. Aber stimmt, er war ja mal ein Fahrer, ne? Also als ob Busfahren gratis ist. Ja, das ist doch genauso, wenn deine Mutter jetzt Busfahrerin ist. Dann wird sie auch kein Geld von dir verlangen. Die wird dich einfach schwarz fahren lassen. Ja, er ist kein Busfahrer mehr, aber er war, ja. Ja, vielleicht deshalb, ja, okay. Und die hassen sich ja, dann will er erst recht Geld von ihm, ne? Pech ist, wenn ein Kontrolleur kommt. Ja, wenn der Kontrolleur kommt, bin ich woanders wo. Nein, aber, das weiß doch der Busfahrer, oder? Weiß der Busfahrer das, dass ein Kontrolleur kommt? Aber Busfahrer ist eigentlich voll der spannende Job, ne? Dann kann ich ja gehen. Nee? Hä, doch? Okay. Lorenz de Gussi.
Lorenz de Gussy hat ein hitziges Temperament. Seine Emotionen wechseln ständig. Er liebt seinen Beruf auf das Taxifahren. Momentan ist er nach einem Unfall mit seinem Taxi arbeitslos und depressiv. Versuche, ihn freundlich und mitfühlend anzusprechen. Wir schicken ihn zum Arbeitsamt. Vielleicht hat er Glück und das Arbeitsamt schickt ihn nach fucking Afrika. Nach Lemuria, Alter. Nicht unbedingt. Unsere Busse haben gar keine Kontrolleure. Ja, nicht die. Also das ist ja... Kontrolleur ist ja quasi wie so ein... Also der ist ja nicht immer da im Bus. Er ist, keine Ahnung, vielleicht alle 100 Fahrten kommt er mal in den Bus. Safe gibt es bei euch auch Kontrolleure, aber die sind halt, du hast sie noch nie gesehen. Gut, dass sie herausgefunden haben, de Gussy. Dass sie hergefunden haben, de Gussy. Haben sie ein Taxi genommen? Soweit ich weiß, hat man sie aus dem Verkehr gezogen. Vielen Dank für Ihr Kommen, Herr de Gussy. Ich weiß, dass Sie gerade eine schwere Zeit durchmachen. Wir sind erstmal nett. Junge, der ist einfach ein fucking Giga-Chat, ne? Ja, das stimmt. Danke für Ihre Anteilnahme. Traurig das Ganze. Sehr traurig. Scheiße, er ist wirklich depressiv, Chat. Na, bei unseren Bussen darfst du halt nur vorne einsteigen. Da fällt halt auf, wenn einer keine Karte hat. Digga, die Busfahrer, die juckt das doch gar nicht, was du denen vorzeigst. Du kannst einsteigen und deine Krankenkassekarte vorzeigen. Die winken dich durch. Denen ist das scheißegal. Er zittert extrem. Ja. Person. Kennt der Werner Kallmann? Aber wir fragen erstmal wegen dem Opfer. Ich hatte einen Kumpel gehabt, der ist 2 Jahre lang zur Schule gefahren mit dem Bus und hat immer noch seine AOK-Karte vorgezeigt. 2 Jahre, dann wurde er erwischt. 2 Jahre! Hatten Sie einen Grund, Rupert zu ermorden? Let's go. Ich könnte nie jemandem etwas zuleide tun, aber dieser Bastard hat damals alles noch schlimmer gemacht. Wie weit war die Schule entfernt? Halbe Stunde? Und er ist immer eingestiegen und hat einfach seine fucking AOK-Karte gezeigt. Das hat kein Busfahrer gejuckt. Nie. Und das kannst du heute auch immer noch machen. Wenn ich in den Bus einsteige und wenn ich mit dem Bus fahre, kaufe ich mir immer per App Tickets. Und dann steige ich immer in den Bus ein, vorne, so wie bei dir, Sadie, und zeig mein Handy. Die Leute gucken nicht mal hin. Die Busfahrer gucken teilweise nicht mal mich an, wenn ich einsteige und das Handy vorhalte. Das juckt die gar nicht. Ich könnte einfach, keine Ahnung, mein Handy vorzeigen, ein Foto von meiner Rosette oder so. Der wird mich durchwinken. Wird ihn nicht jucken. Okay, Rosette ist vielleicht ein bisschen sehr abwegig, aber ihr wisst schon. Also ich kann ihm auch irgendeinen random QR-Code zeigen von, weißt du, was weiß ich? Wird ihn nicht jucken. Durchjucken einfach, ja, ich meine durchwinken, sorry. Was hat er schlimmer gemacht? Ich hatte doch diesen Unfall mit meinem Taxi. Ruperts Aussage hat mich damals den Job gekostet. Taxifahren war mein Leben. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Oh nein! Ab und ein steigen so Leute ein, die dann Fahrkarten kontrollieren. Ja, das sind die Kontrolleure. Die gibt's ab und zu mal. Ein gewisser Herr Werner Kallmann, ist Ihnen der Name ein Begriff? Kenne ich nicht. Tut mir leid. Ist er vielleicht der Mörder? Was eine Scheißfrage. Allgemeines Unfall. Wenn ich Sie so ansehe, de Gussy, warum überrascht mich nicht, dass Sie als Autofahrer eine Niete sind? Sie haben ja keine Ahnung, Mann. Sie wissen überhaupt nicht, wovon Sie reden. Doch, ich fahre auch Auto. Dann reden Sie schon, de Gussy. Machen Sie hier nicht einen auf zart beseitet. Junge, ich habe noch nie zart beseitet als Wort gelesen. Also immer Leute das sagen, aber ich habe das noch nie, glaube ich, gelesen.
Verdammt, eine Frau ist bei dem Unfall gestorben. Und es war meine Schuld. Junge, du lachst wirklich immer, wenn meinen Menschen aus. Das ist kein Mensch. Das ist ein Videospiel. Das sind Einsen und Nullen. Der hat keine Gefühle. Ich möchte Ihnen ja nichts unterstellen, aber Sie waren doch an jenem Abend im Bus von Herrn Rupert, oder? Am Abend, als Rupert ermordet wurde, waren Sie doch im Bus der Gussi. Geben Sie es zu. Ich bin doch nicht bescheuert. Wenn ich ja sage, wandere ich doch sofort in den Bau. In den Bau, Alter. Wenn Sie mich weiter zum Narren halten, wandern Sie so oder so hinter Gitter. Das verspreche ich Ihnen. Also, okay, erstmal drohen. Wir verstehen Ihre Situation gut, Herr de Gussi. Niemand wandert. Doch, wir drohen. Schon gut. Ja, ich war im Bus. Ich wollte, dass der Bastard seine Aussage zurücknimmt. Das sagt aber rein gar nichts aus. Wir machen böser Kopf, böser Kopf. Okay, er war im Bus. Was genau ist in der Endstation passiert? An der Endstation haben Sie Rupert dann aufgelauert und ihn kaltblütig ermordet. So war es doch. Schwachsinn! Ich war noch nie in meinem Leben dort. Woher soll ich denn wissen, was passiert ist, nachdem ich den Bus verlassen hatte? Das Ganze hier ist absoluter Schwachsinn! Hä, was ist das denn? Ich war noch nie in meinem Leben dort? Nächster Satz. Woher soll ich denn wissen, was dort passiert ist? Das Ganze ist... Nee, Moment, hä? Hat er gerade was anderes gesagt, dass das steht? Der hat doch vorhin... Hä? Der hat doch vorhin... Der widerspricht sich ja direkt. Der hat doch vorhin gesagt, er war da. Jetzt sagt er war da nicht. Reifenspuren. Wir benötigen noch Reifenprofile des PKWs. Sie verstehen das sicher, oder? Wir brauchen noch das Reifenprofil des PKWs, der Gussi. Mal sehen, ob es zu den Spuren am Tatort passt. Meinetwegen. Interessiert mich nicht. Sie werden garantiert nichts finden. Fingerabdruck. Gerne. Was immer ich tun kann, um meine Unschuld zu beweisen, werde ich tun. Jo, auf einmal so gechillt. Blutprobe? Haben Sie Angst vor Nadeln, der Gussi? Wir brauchen doch eine Blutprobe. Nehmen Sie, was Sie brauchen und lassen Sie mich in Frieden. Und jetzt wieder wütend. Ziemlich bipolar. Sind Sie sich wirklich sicher, dass Sie an besagtem Abend nicht an der Endstation waren, Herr de Gussi? Ich sage Ihnen, wie es war. Sie sind bis zur Endstation mitgefahren und haben dann Rupert kaltblütig ermordet. So. Sie werden mir ganz sicher keinen Mord anhängen. Ich habe damit nichts zu tun. Das entscheide immer noch ich und nicht du. Ich hänge Ihnen gar nichts an. Ihnen muss nur klar sein, dass Sie sich durch Ihr unkompatibles Verhalten hochgradig verdächtig machen. Wenn Sie es nicht waren, wollen Sie doch wohl nicht, dass der Mörder frei rumläuft, oder? Nein! Ich war nie an dieser Endstation. Kapieren Sie das nicht? Ja, aber ich bin gesagt, vorher ausgestiegen und heimgegangen, um meinen Rausch auszuschlafen. So besoffen kann ich gar nicht sein. Halten Sie mich denn für bescheuert? Er meinte, er war im Bus und hat mit Rupert gestritten. Aber er ist vorhin... Herr, aber die Zeugin hat doch gesagt, die hat die doch an der Endstation gesehen, dachte ich. Oder saß sie einfach nur im Bus während der Fahrt und hat das alles mitbekommen? Entscheidet das nicht der Richter? Nee, ich... Ich bin hier der Boss. Gut, dann kann ich ja gehen. Was schreit er so? Er ist depressiv. Sorry, ja, sollte dir auch leid tun. Sonst bist du gleich 1, 2, 3 und du bist der Mörder, Sally. Hast du wirklich genau recherchiert? Sprich am besten erneut mit dem Verdächtigen und sieh dir alle gesammelten Beweise noch einmal genauer an. Bis später. Okay, wir müssen uns die Beweise anschauen. I guess da gibt's nichts Neues. Bei der Tüte, nee. Eine Probe an der Technik wurde versandt. Okay, wir haben jetzt Blut genommen von den beiden.
Wir müssen nichts an den Techniker versenden. Der steht im Raum daneben. So, Fingerabdruck mal abchecken. Ihr kriegt mein Reifenprofil nicht. Zu spät habe ich schon. Chat, das ist es, ne? Chat, das ist es. Das ist Degustis Fingerabdruck. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Das ist sein Ticket gewesen. Okay, gut, das widerspricht dann nicht seiner Aussage. Er hat ja gesagt, er ist Bus gefahren. Er ist Bus gefahren und ich kann mir leider ein Ticket nicht mehr anschauen. Da steht ein Busticket gefunden auf der Vorseite des Bustickets. Ich wollte lesen, bis wo das Busticket eingetragen ist. Okay. Reifenprofile checken? Digga, ist das ein LKW-Reifen oder was? Wer von denen fährt ein LKW? Kallmann, das ist Kallmanns Auto. Kallmann fährt irgendwie LKW oder so. Das könnte aber passen, ne? Ja, das ist es. Okay, es sind Kallmanns. Also Fingerabdrücke auf dem Ticket sind von der Susi. Und es sind Werners Reifen. Können wir nochmal die DNA der Ratte testen? Kassenbon von Werner. Der ausgewählte Untersuchungs... Achso, ich muss ein Werkzeug benutzen, okay. Uhrzeit 22.50 Uhr. Das heißt, er war vor dem Mord. Der hat kein Alibi. Der hat gesagt, er war während dem Mord, war er einkaufen. Im Elo-Shop. Aber das ist vor dem Mord. Er hat kein Alibi. Die Uhrzeit auf dem Kassenbon ist 22.50 Uhr. Ein Widerspruch zu Werner Kallmanns Aussage. Wir haben ihn am Sack. Chat. Wir haben ihn am Sack gepackt. So. Feierabend für Werner. Wir haben ihn. Na, schon wieder zurück? Ich hoffe, du kommst gut voran. Hast du wirklich genau recherchiert? Sprich am besten erneut mit dem Verdächtigen und sieh dir ab. Bis später. Wie? Ich bin fertig. Achso, muss ich jetzt nochmal mit denen reden, ne? Ich muss jetzt noch zu Kallmann gehen und sagen, Digi. Reifen, Tüte. Da stimmt was nicht. Ab in den Bau mit dir! Was wollen Sie denn wissen? Ihr angebliches Alibi, Herr Kallmann, ist gar keines. Laut Kassenbaum waren Sie 10 Minuten vor dem Mord an der Tankstelle. Ja und? Glauben Sie wirklich, dass ich so schnell an der Endstation hätte sein können? Lächerlich. Ja und? Juckt? Klar, Sie sind noch ein fitter Bursche, Werner. Selbst wir behäbigen Staatshüter waren in 7 Minuten an der Endstation. Behäbig also. Ich war einkaufen und habe einen Kassenbon. So einfach ist das. Ihr werdet mir gar nichts anhängen. Dann kann ich... Aber was jetzt mit den Reifen, Autoreifen? Ich würde gerne nochmal wegen den Autoreifen den ansprechen, aber kann ich gar nicht. Was gibt's? Herr Degussi, wir haben Ihre Fingerabdrücke auf einem Ticket im Bus gefunden. Sagen Sie mal, wie kommen Ihre Fingerabdrücke auf ein Ticket, das wir im Bus gefunden haben? Boah, damit kommt er jetzt gar nicht klar, oder? Oder Chat, oh, wisst ihr, was er sagen kann? Er kann einfach sagen, ich habe ein Ticket gekauft, ich bin Bus gefahren, du Trottel! Sie werden vielleicht mehrere Tickets von mir finden. Ich fahre immer mit dem Bus, wenn ich etwas getrunken habe. Was ist das für eine scheiß Frage? Wir haben auf dem Ticket Ihre Fingerabdrücke gesehen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich fahre Bus mit Ticket. Ich bin kein Schwarzfahrer. Glückwunsch.
Wow! Was kommt als nächstes? Ihr habt herausgefunden, dass ich auf einem der Sitze saß? Klugscheißer mit Alkoholproblem, was? Das besagte Ticket lag ganz in der Nähe der Leiche von Robert. Nee, eigentlich gar nicht. Es lag hinten an der Tür. Ja und? Ist doch nur ein Ticket. Machen Sie deshalb keinen Aufstand. Wenn es mir gehört hat, habe ich es wohl weggeworfen. Aber gut. Wieso darf ich die Reifen wegen den Reifen nicht fragen? Na, schon wieder zurück? Hast du wirklich genau bis später? Ja, es fehlen noch die Reifen. Hab ich da irgendwas? Hätte ich noch was anklicken müssen, damit ich die Reifen auswählen kann? Reifen war doch der andere. Ja, aber ich konnte. Ja, Kallmann. Aber ich konnte auch bei Kallmann nichts wegen den Reifen ansprechen. Ich konnte beide nicht wegen den Reifen ansprechen. Junge, wieso ist denn da alles in dem Spiel grün? Und der Chat, können Betrunkene morden? Nee, ne? Die sind ja zu doof. Die sind ja zu doof. Die können doch nicht mal richtig zuschlagen. Oh, das war der falsche. Was gibt's? Gut. Safe, es ist Werner Kallmann. Ja, okay, gut, Autofahrer. Okay, aber es geht ja darum, dass er ihn, also betrunken, jemand zu ersticken. Stelle ich mir, okay, kommt drauf an, wie viel Promille er hatte, ne? Wenn er so zwei, drei Bierchen sich reingezischt hat, dann kann er ja immer noch ihn erwürgen. Aber ja, wenn er da irgendwie mit, keine Ahnung, mit zwei Promille da in den Bus einsteigt. Was wollen Sie denn? Ich kann nichts wegen dem Reifen fragen. Vielleicht muss ich nochmal mit Philipp Anders reden. Mit dem grünen Philipp Anders. Guten Tag, kann ich dir helfen? Analyse! Die Blutprobe des verdächtigen Lorenz de Gussi stimmt nicht mit den Blutspuren auf dem Bargeld überein. Okay, de Gussi war es nicht. Kallmann. Die Blutprobe des verdächtigen Werner Kallmann stimmt mit den Blutspuren auf dem Bargeld überein. Ja, das ist ja viel zu einfach, der Fall, oder, Chad? Man sieht sich. Also, es deutet alles auf Kallmann hin, aber die Frage ist halt immer noch, wieso hat er das Geld nicht mitgenommen und wieso liegt da eine fucking Ratte? Wenn man schwer ist und schwer betrunken und auf jemanden drauffällt, kann es durchaus sein, dass die Person erstickt. Aber dann ist es ja auch kein Mord, oder? Dann ist es ein Unfall. Was wollen Sie denn? Ich kann ihn auch nicht ansprechen wegen Blut. Dann kann. Er ist unbesiegbar. Na, schon wieder? Ich hoffe, die Vernehmungen von Lorenz de Gussi und Werner Kallmann waren aufschlussreich. Keine Frage, da bin ich zuversichtlich. Wir werden einfach alles durcharbeiten. Dann müsste klar sein, wer der Täter ist. Ja, Werner. Okay, dann fangen wir mal an, alles durchzugehen. Wir müssen nicht mal durcharbeiten, wir wissen schon. Beginnen wir mit dem wichtigsten Punkt, dem Täter. Wer könnte deiner Meinung nach der Täter sein? Kommt drauf an, wenn du es geplant hast, ist das Mord. Was ist das denn für ein geplanter Mord? Also ich falle einfach auf ihn drauf und dann erstickt er bestimmt. Was ist das für ein geplanter Mord? Wer könnte deiner Meinung nach der Täter sein? Kallmann! Das könnte richtig sein. Wir brauchen allerdings stichhaltige Beweise. Wir müssen nun den Fingerabdruck richtig zuordnen. Was fällt dir zu dem Fingerabdruck auf dem Busticket ein? Ich rede gerade über Kallmann, nicht über de Gussi. Richtig, du hast gut aufgepasst. Kümmern wir uns um das gefundene Blut. Einen, den man nicht als geplant nachweisen kann. Ja, aber... Also, wenn ich jetzt sage, ich stech dich ab...
dann ist es ja eine Tat, die dazu führen kann, dass du stirbst. Aber wenn ich jetzt sage, ich lege mich auf dich drauf und du erstickst, das ist ja eine Sache, die könnte theoretisch passieren, aber die könnte halt auch nicht passieren. Dann würde ja jeder so einen Mord begehen. Einfach draufsetzen. Ja, ich bin auf ihn draufgefallen. Sorry, passiert. Das Blut ist von der toten Ratte von Werner Kallmann. Sehr gut, wer hätte das gedacht? Aber noch reichen die Beweise nicht aus. Wir müssen mehr über die Beziehungen des Opfers zu dem Verdächtigen in Erfahrung bringen. Was hast du von Lorenz de Gussy erfahren? Kannte Ernst Rupert gar nicht. Sie waren Brüder, sie waren Freunde. Nicht besonders. Er hat Rupert gehasst, der nach Ruperts Aussage seinen Job verloren hat. Gut, das wäre zumindest ein Motiv. Also Rupert hat jetzt... Rupert ist der Grund, dass mindestens zwei Leute jetzt ihren Job verloren haben, ne? Schon ein mieses Arschloch. Aber es gibt ja noch einen weiteren Verdächtigen. Ich glaube, bei George Floyd war ein bisschen mehr als nur, ich bin auf ihn draufgefallen. Upsi. Da ist einiges mehr passiert. Was hat die Befragung von Werner Kallmann ergeben? Kannte er Ernst Rupert besser? Kallmann war ein Arbeitskollege und sie waren Rivalen. Richtig. Langsam kommen wir der Sache doch näher. Kommen wir zu den Alibis. Wo war Lorenz de Gussy zur Tatzeit? Er war zu Hause, um seinen Rausch auszuschlafen. Sieh an. Aber ich fürchte, das reicht nicht für eine Anklage. Chat, wenn es jetzt wirklich darauf hinausläuft, dass jetzt Werner Kallmann ist, was ist das für ein beschissenes Drecksgame? Kümmern wir uns um ein weiteres wichtiges Beweisstück. Wem können wir die Reifenspuren am Tatort zuordnen? Werner. Richtig. Das könnte ein entscheidender Hinweis sein. Noch ein merkwürdiges Beweisstück. Was hat es eigentlich mit der toten Ratte? Ja, was ist diese tote Ratte? Die ist so verwirrend. Weiß ich nicht, tut mir leid. Sie ist im Bus gestorben, wohl an Altersschwäche. Sie ist tot, das alles. Sie war als Warnung gedacht und könnte von Werner Kallmann in den Bus gelegt worden sein. Ja, klingt plausibel. Was? Werner Kallmann macht sich ja ganz schön verdächtig, was? Was können wir aus der SMS schließen? Werner Kallmann hat Ernst Rupert bedroht. Ja, also könnte es durchaus möglich sein, dass er der Täter ist. Kommen wir zu den Alibis. Ist das irgendwie ein Zeichen-Chat? So in der Mafia oder so, keine Ahnung. Wenn dir jemand eine halb verwesene tote Ratte zuschickt oder so, dann ist das eine Drohung oder so? Keine Ahnung, wenn du irgendwie morgens zur Arbeit gehst oder so, machst die Tür auf und da liegt auf deinem Teppich eine tote Ratte. Ist das irgendwie so ein Zeichen von einem Drohangriff oder so? Dass jemand dich irgendwie dir drohen möchte? Safe gibt's sowas? Keine Ahnung. Vielleicht ist das irgendwie so Mafiasprache. Katzenarbeit mit der Mafia. Verdammt. Die Beweisstücke sprechen sehr für Werner Kallmann. Wie sieht es mit seinem Alibi aus? Er hat keins. Nein, das bringt uns nicht weiter. Doch! Er hat keins! Frage noch einmal bei. Dann auf eine. Kommen wir zu den die Beweisstücke. Er war in der Elo-Tankstelle einkaufen. Aber das ist ja kein Alibi! Ja, aber das reicht noch nicht. Hat er dir nicht noch etwas gegeben, um sein Alibi zu bestätigen? Oh, die Frau ist so langsam. Ich bin schon drei Schritte voraus, Alter. Ich hab schon Kallmann eingebuchtet, Alter. Nein. Konzentriert. Hä, was? Doch, Kassenbon. Ich hab doch... Dann auch. Hat er den... Ein Elo-Kassenbon mit Uhrzeit? Ja. Ich glaube aber, dass da irgendetwas nicht stimmt. Da könnten noch mehr Informationen zu holen sein. Junge, das haben wir doch schon geklärt. Werner Kallmann. Korrekt.
Er hatte also genug Zeit, um die Tat zu begehen. Die Frau ist so langsam. Ich glaube, wir sind ganz nah dran. Die Frau ist so langsam. Sprechen wir über das letzte Beweisstück. Fällt dir etwas auf, wenn du die Plastiktüte und den Kassenbon vergleichst? Junge, was ist die Zielgruppe dieses Spiels? Das Logo der Plastiktüte ist identisch mit dem des Bons, aber das ist wohl reiner Zufall. Das Logo der Plastiktüte ist identisch mit dem des Bons, ein möglicher Hinweis auf Lorenz de Gussis Schuld. Nichts Besonderes. Das Logo der Plastiktüte ist identisch mit dem des Bons, ein möglicher Hinweis auf Werner Kalmunds Schuld. Absolut. Ich denke, der Fall ist somit aufgeklärt. Ja, die Rätsel sind irgendwie so für Kinder, aber Kinder schauen ja kein K11. Ausgezeichnete Arbeit. Du hast deinen ersten Fall mit Bravour gelöst. Lorenz de Gussi ist wohl trotz wackeligen Alibis unschuldig. Werner Kallmanns Motiv war zwar nicht gewichtiger, aber er hatte die Gelegenheit und die Beweisstücke sprechen eine eindeutige Sprache. Wir werden Werner Kallmann dem Richter vorführen. Da kann er dann alles noch einmal ganz genau erklären. Ich hab das als Kind geguckt. Ja, du warst schon als Kind auch Rentner. Du hast auch als Kind schon Formel 1 geguckt. Bericht exzellent, okay. Donnernder Applaus zu deiner ausgezeichneten Arbeit. Du hast deinen ersten Fall bestmöglich abgeschlossen. Jedes Detail des Mordes an Ernst Rupert gewusst und dich nicht einmal von toten Ratten abschrecken lassen. Deine bestechende Logik und deine ungeheure Auffassungsgabe machen dich zu einem exzellenten Kriminalisten. Weiter so. Befragung, Wertung exzellent. Wahnsinn. Mit deinem Gespür für das richtige Wort im richtigen Moment hast du es auch in den schwierigsten Gesprächssituationen geschafft, stets die Oberhand zu behalten. Nicht nur, dass du deinen jeweiligen Gesprächspartner die zum Lösen des Falles notwendigen Informationen entlocken konntest, auch ihre dunkelsten Geheimnisse waren nicht sicher vor dir. Weiter so. Ich war einfach nur ein Arschloch. Verwendung von Hilfestellungen. Du hast im aktuellen Fall Hilfestellungen in Anspruch genommen. Lüge! Da ist deine Bewertung nicht gültig! Ich habe den goldenen Tanuki gespielt oder so. Okay, Werner Kallmann. Werner Kallmann wurde des Mordes an Ernst Rupert überführt. Er entschuldigte seine Tat durch, dass Ernst Rupert für das vorzeitige Ende des Streiks und seiner Position als Streikführer verantwortlich war. Das Gericht verurteilte Werner Kallmann aufgrund des Motivs der Rache und dem Mangel an Reue zu einem unbedingten lebenslangen Freiheitsentzug. Moment, Chat! Das heißt, die 10.000 Euro waren wirklich vom Chef, weil Rupert den Streik irgendwie beendet hatte? Ernsthaft? Und nachdem Werner ihn getötet hat, hat er nicht mal das Geld genommen? Was ist das denn für ein beschissener Plot? Lorenz de Gussi erholt sich mit psychologischer Hilfe von dem Jobverlust und den Schuldgefühlen gegenüber der im Unfall von ihm getöteten Frau. Er verzichtet derzeit auf jeglichen Alkohol und unterstützt die Familie des Unfallopfers, um ihren Verlust zumindest finanziell abzumildern. Dies hilft ihm bei der Verarbeitung des Unfalls. Oh, guck mal, wie traurig er ist. Es ging ihm nur um Ehre, ja. Und um Rache. Scheiß auf Geld. Und wieso war jetzt eigentlich Blut auf dem Geld? Der hat ihn doch erdrosselt. Hat ihn doch mit der Tüte erstickt. Wieso war der Blut? Und vor allem, wieso war das Blut hinten in der Tasche, wenn der Mord vorne stattfand? Hä? Und die Scheiße habt ihr euch immer früher im Fernsehen angeschaut? Am Geld geschnitten.
Nee, es war ja nicht Blut von der Ratte. Das Blut war ja von Werner. Von dem Mörder. Aber was macht sein Blut da? Fall Feindberührung. Briefing. Im zweiten Fall Feindberührung geht es um den Mord an dem gefeierten Jörg Denning, der in seinem Quartier tot aufgefunden wurde. Da war wohl bei ihm das Problem, dass er den... Nee, den Job bringe ich nicht. Erste Einschätzungen deuten auf einen Selbstmord hin. Kommissarin Alexandra Rietz wird dich in diesem Fall unterstützen. Techniker Philipp Anders wird... Okay, wir lernen nicht mal den... Willkommen zurück. ...den Michael kennen, oder wie heißt der? Michael Nasenbein? Der aktuelle Fall spielt in der Reutern-Kaserne. Gefreiter Jörg Denning wurde tot in seinem Quartier aufgefunden. Momentan gehen wir von Suizid durch Kopfschuss aus. Das Team besteht aus uns beiden und dem Techniker Philipp Anders, der wieder alle notwendigen Analysen für dich durchführen wird. An dieser Stelle gleich zur Info, Anders untersucht bereits Dennings Dienstwaffe. Wie schon im vorherigen Fall solltest du wieder den Tatort untersuchen und die Beweise sicherstellen. Denning hatte einen Zimmerkollegen, einen Gefreiten namens Lutz Vanderkamp. Wir werden ihn später näher befragen. Alles soweit verstanden? Kann losgehen. Bis später. Ja. Es kann losgehen, Chat. Es kann sowas von losgehen. Ich kündige diesen Job. Der ist mir zu doof. Ich werde doch Busfahrer. Busfahrer klingt irgendwie spannender und interessanter, um ehrlich zu sein. Deshalb kündige ich und werde dann morgen Antrag stellen für Busfahren. Muss halt noch einen Führerschein machen und dann Abfahrt, ne?